gleich in die Aufnahme, bevor uns unsere Lobby hier zusammenbricht. Und wir haben uns entschieden, wir machen noch eine normale Runde. Achso, dann muss ich mich sofort muten. Achso, stimmt. So, Besatzung, okay, alles klar. Wir spielen jetzt wieder normale Runden auf Skeld und gucken einfach Map mal, wie es läuft. Map ist immer noch Skeld übrigens für die. Einer ist Imposter. Who knows who? Wir werden sehen. So. Das heißt dann, wir spielen wieder noch ganz normal. Wir sind immer noch so im High-End-Sieg-Modus, war ich gerade. Und ja. Oha. Xehanort, du bist gerade an der Leiche vorbeigegangen. Also hast sie gerade umgebracht und bist dann vorbeigegangen. Was? Und Conan war oben am Download. Wo soll das gewesen sein? Rechts oben bei Weapons. Das ich war am Download, Lüge. Das ist richtig. Wo ja, also. Das ist eine Lüge, das war ein Self-Report. Nein, war es nicht. Okay. Ich kam ja erst von hinten. Ich war noch etwas lost, war deswegen noch etwas länger in der Cafeteria und bin dann erst reingekommen in Weapons. Also ich war nicht bei Weapons, ich war bei Admin. Xehanort war doch gar nicht da eben. Bin ich jetzt blöd oder mein Spiel blöd oder bin. Oder verarschst du mich? Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ich kann jetzt auch. Aber gut, Conan, du hattest ja auch den Bildschirm vom Download, also ich glaube, du hast sowieso nicht viel gesehen. Ich hatte den Bildschirm vom Download, ich habe dann gesehen, dass Reki unten reingegangen ist. Und als der Download fertig war, kam der Report. Aber du hast weder mich noch Xehanort gesehen. Habe ich blau gesehen? Ich meine, du hast reportet, du musst hier gewesen sein, aber ich habe halt Xehanort nicht gesehen. Wo hast du den Xehanort gesehen? Ja, wie er gerade vorbeigegangen ist. Das war an dem Pad da, wo du die Kometen abschießt. Ungefähr da hat er gekillt. Okay, also wenn du ihn da gesehen hast, dann muss er eigentlich gewesen sein. Er sagt, er hat mich killen sehen, also ich muss ihn ja voten aus meiner Perspektive, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht. Das ist logisch, ja. Das ist ein Argument für dich. Ja, aber Rasierer verhält sich jetzt auch so, dass er es nicht war und dann bleibst eigentlich tatsächlich gerade nur du übrig. Ja, also wie gesagt, es steht halt Aussage gegen Aussage, ne? Aber wenn jetzt beide nicht waren, dann war es vielleicht doch Conan. Nicht Conan. Naja, ich weiß ja, dass ich es nicht war, deswegen bleibt es dann für mich nur Xehanort. Ja, das kann ich ja auch ausschließen. Ja, gut. Achso, ja, ich muss außer noch, du schauspielst gerade sehr gut, Rasierer, dann bin ich auf dich reingefallen. Ich bin noch etwas verplant, weil das alles so plötzlich gerade ging. und es war noch alles so langsam. Das war erstmal komplett. Das ging wirklich sehr schnell. Er kam halt, ich hab halt den Kill gemacht, also ich war's. Jetzt ich hab halt den nicht Kill blöd. Gemacht und wirklich in der Sekunde, wo ich auf Kill gedrückt bin, kam gerade so eben Rasierer von hinten in mein Bild. Aber hast du da, du musst mich doch dann da auch gesehen haben, da oben. Ja, natürlich, aber du standest ja am Download, deswegen dachte ich so, ja, der sieht das. Also, ja. Du dachtest, okay, das ist Conan, da muss ich nicht aufpassen. Ja, und vor allen Dingen, weil ich wusste ja, dass du am Download stehst, also du hättest es nicht sehen können, weil du das Download-Ding davor hattest. Ja, damit hast du auch recht gehabt, ich habe tatsächlich gar nichts mitbekommen, ich war jetzt total perplex. Ich hatte nur Pech gehabt, dass Rasierer noch von hinten kam, ich hätte wahrscheinlich sogar dir noch eine Sekunde sehen können, bevor ich gekillt habe, aber so schnell habe ich nicht geschaltet. Wie ist das denn, wenn das jetzt wirklich Rasierer gewesen wäre, wir hätten dann Xehanort rausgevotet? Ja, dann hättet ihr halt eine Emergency callen können und Rasierer, dann wären ja nur drei Leute übrig gewesen, ne? Ja. Ja gut, der hätte Rasierer ja fast gewonnen gehabt, stimmt. Ja, dann hätte nur noch ein Kill gefehlt. Ja, stimmt. Dann hätte er einfach... Cooldown ist? Der Emergency Cooldown ist, glaube ich, 10 oder 15 Sekunden. 15. Aber du kannst kurz bevor der auslösen würde, kannst du einen Emergency auslösen und dann kannst du den Knopf nämlich nicht drücken. Stimmt. Und dann kannst du schön... Dann musst du ja noch 10 Sekunden warten als Imposter und dann ist der Kill Cooldown vorbei. Ich habe auch eine Zeit lang echt gedacht, es hätte wirklich ein Self-Report sein können, weil ich halt auch Xehanort überhaupt nicht realisiert habe. Aber dadurch, dass du dann angefangen hast, mich zu verdächtigen, dachte ich so, irgendwie klingt es gerade schon so, als ob er mich wirklich verdächtigt, dann kann er es eigentlich tatsächlich nicht sein. Genau. Das sollte halt so ein cooler Drive-By-Kill werden, aber ich habe wohl eine Sekunde zu lange rumgestanden, weil dann kam plötzlich Rasierer von hinten. Ja. Also ich war so perplex, dass ich auf einmal tot war. Also ich war mir so sicher, dass Xehanort noch im Modus war, dass wir Hide and Seek spielen. Ja. Und ich denke, ja, ist egal, ob ich auflege. Nee. Da war Conan, da war Rasierer. Ich dachte mir, da killt mich doch keiner, hä? Ja,
Das habe ich schon verstanden, aber ich habe halt den Rasierer einfach nicht realisiert. Das war ein bisschen doof. Ja. Ja, gut. Der hat mich rasiert. Wir haben jetzt jedenfalls alle wieder verstanden, dass wir im normalen Modus zurückgelandet sind. Ja, ja, ist gut. Sehr gut. So, dann mute ich mich sofort. Zack. Und bin Besatzung. Nächstes Mal, wenn ich Imposter bin, dann spiele ich nicht so risky. Jetzt bin ich auch lieber. Wieso ist jetzt der Knopf wieder auf? Mein Gott. Ariel, guck mal hier. Das hat mir vorhin überhaupt nicht. Aber das ist auch kein Long Task zum Beispiel. Ach so, weil das zwei sind. Vielleicht ist das dann ein Long. Ach, keine Ahnung. Das soll einer verstehen. Vielleicht macht das einen Long Task aus. Ich weiß es nicht. Hui! So. O2 Rutsche lernen. Was ist das denn? Ach, ich Dummkopf, ich hab ja hier. Ja. Ich hab ja. Ich kann ja Karl. Ne? Richtig dumm. Richtig dumm. Ich hab ja hier. Ich kann ja auf die Karte. Ich such die Tasks, weißt du? Ich muss dir. Muss dir ja gar nicht suchen. Ach so, das ist die andere Rutsche. I see. So, Lagerrutsche lernen. Okay, verstanden. Aber dann sind die Dinger wahrscheinlich... Wie, Mel? Hä, wo liegt denn da? Hä? Ich weiß beim besten Willen nicht, wo die Leiche liegt. Ich muss blind sein, aber bei Dings, bei... Oh, lasst mich kurz die Karte aufmachen. Bei Weapons hat mein Report-Button jetzt zweimal geleuchtet. Ich hab, okay. Ich weiß nicht, wo genau ich... Entweder ich habe irgendwas was als Möbelstück angesehen, was die Leiche war, oder keine Ahnung, ich habe die Leiche nicht gesehen. Okay. Möbelstück? Also, aber es hat in Weapons geleuchtet. Das ist jetzt leider super unfair, aber Rasierer und ich können uns komplett ausschließen, weil wir waren die ganze Runde zusammen. Ihr könnt euch gegenseitig clearen? Ja, wir gut, waren, wie also, eigentlich. Waren, und da es ja eigentlich keine zwei Imposte mehr gibt, kann man sich auch jetzt. Es gibt keinen Grund, dass ich zwei. Genau, also Conan und Dingsbums kämpft miteinander. Ja, dann ist es für mich Counter, weil ich weiß, dass ich es nicht bin. Ja, ich weiß, dass ich es auch nicht bin. Ich war ganz woanders. Ich war im Süden unterwegs. Aber die Bereuchten würden sich ja nicht clearen. Ja, und du würdest dich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ich wähle dich, wenn du mich wählst. Ja. Jo. Ja gut, ja, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Für die beiden ist es jetzt ja auch nicht, glaubst ich oder du bin. Das stimmt. Rasierer, haben wir da eine Meinung zu? Glaubst du an den Self-Report oder glaubst du, dass es Counter ist? Also ich sag's mal so, ich fand ehrlich gesagt die Geschichte mit dem, ich habe die Leiche nicht gesehen von Conan schon irgendwie plausibel. Tatsächlich auch, muss ich sagen. Also ich kann euch auch sagen, wie ich gelaufen bin. Ich habe angefangen in der Cafeteria, da habe ich den Müll geleert, dann hat's unten in Storage den zweiten Müll aufgemacht zum Leeren. Dann bin ich in Shields weit, habe da diese Knöpfe durchgedrückt, diese Sechseck oder was das ist. Dann habe ich in O2 weiter den Müll geleert und jetzt hätte ich noch im Lager, müsste ich jetzt weiter den Müll leeren. Okay. Wie kannst du dir deine Wege so merken? Weil es ein sehr einfacher Weg war bisher. Das reicht mir ehrlich gesagt. Ich habe jetzt falsch gewotet. Alles klar. Sorry. Ich meine, Falt hätte jetzt auch noch seinen Weg sagen können, nur bevor es sozusagen. Ich kann meinen Weg im Leben nicht sagen. Okay. Ich habe ein sehr krasses Déjà-vu. Ich sterbe zweimal als Erster an genau der gleichen Stelle. Was ist das bitte? Also es war schon irgendwo in Weapons dann, ne? Ja, ich war oben in Weapons. Ich muss im Video gucken, ob da irgendwo eine braune Leiche ist. Vielleicht lag die hinter dem Sitz. Ich glaube, der ist im Vordergrund. Kann sein. Ja, wirklich, ja. Es gibt so ein paar strategische Punkte, an denen du jemanden umbringen kannst, ohne dass die Leiche gesehen werden kann, weil da Objekte davor stehen. Ich laufe einfach hoch und so mein Report-Button blinkt. Ich so, hä, was ist los? Lauf zurück, lauf hoch, Report-Button blinkt. Habe ich halt mal gedrückt. Keine Ahnung, wo du kannst auch den richtigen Profi machen und mitten in einem Flur einen killen und dich dann davor stellen. Das habe ich auf YouTube auch schon mal gesehen, da sind tatsächlich Leute mit durchgekommen. Aber dann blinkt da trotzdem der Report-Button. Ja, ja, aber einige Leute achten da nicht drauf, die sehen dann nur, die gucken nur, ob da eine Leiche liegt. Ah, und okay. Dann laufen die weiter.
Das ist auch interessant. Aber ja, es kann natürlich voll nach hinten losgehen, als wir den Report-Button sehen, dann. Ja. Aber selbst wenn, ist es nicht ein bisschen komisch, wenn du im Gang stehen bleibst? Eigentlich ja. Und das mehrere Sekunden. Dumm, ja, ich stehe hier nur. Ich bin fertig mit meinen Tasks. Geh ja, einfach weiter. Am besten ist natürlich, wenn du da irgendwo Wires an der Wand sind oder so und du killst sie halt vor den Wires, ja, und bleibst dann da stehen, dann kannst du ja immer noch so tun, als hättest du die Wires gemacht. Ja. Natürlich, dann wenn der daneben auch noch stehen bleibt und dann guckt, ob du was machst und du dann da so auffällig lange stehen bleibst. Ich glaub, läufst dann du so weg und es liegt einfach eine Leiche. Dann ist kritisch da. Oh, wo kommt der denn her? Ja, ja. Hey. Ach, der lag da schon. Den hat da gerade jemand hingelegt. Den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Den hat da jemand hingelegt, ja, während ich hier den Task offen hatte. Siehst du, ja, ja, das war ein Stackel, genau. Ja. Okay, aber schön. Ja, geht natürlich auch jetzt schnell, wenn wir nur 5 sind, aber es funktioniert, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich besser als ich dachte. Und wieder Besatzung. Und hier geht's direkt los. Jawohl. Da bidu 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 bidu. So, dann wissen wir ja auch, dass der zu Admin läuft. Machen wir den doch gleich weg, ne? Dass der gleich hier vorbei ist. Ich habe gesehen, hellblau war hier und schwarz war hier. Wenn jetzt einer von beiden tot ist, war es der andere. Ihr beide sind nicht tot. Oh mein Gott, hat's mich gerissen. Ah, bin ich erschrocken. Uff. Damit habe ich nicht gerechnet. Ihr war. Ja, danke. Aber der weiß nicht, wer es war. Ich habe einen Conan gefunden. Und zwar im Storage. Die obere Hälfte. Mhm. Okay. Ich habe immer. Ja? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht Counter, weil ich hatte Conan noch lebend gesehen in Admin. Und ich war dann von Admin zu Weapons gegangen und da stand Counter und hat gerade einen Download gemacht oder irgendwas. Und Conan muss ja dazwischen irgendwie gestorben sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Okay. Ich bin auf Rasierer. Mhm, okay. Ja, ich war die ganze Zeit im Labor. Eigentlich jetzt, also, wenn ich im Doch. Nee, im Reaktor, nicht im Labor, entschuldige. Ich wollte gerade sagen, Reaktor. Es gibt kein Labor in der Map. Nee, aber im Reaktor, da habe ich zuerst diese TAS 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch hinterher Simon Says. Mhm. Okay. Ja, ich bin erst zu Weapons gegangen. Nee, Moment, erst in der Cafeteria, da habe ich halt den Laub da ins All geschleudert. Dann wurde ganz die Asteroiden da abgeschossen. Dann bin ich da einmal rumgegangen. Dann in Shields hatte ich eine Task. Da wollte ich also Storage, weiß ich, unten noch eine Task hatte. Da habe ich keine gesehen. Okay. Gut, es erinnern sich also beide an ihren Weg. Und oh, okay, aber Rasira hat den schon sehr schwach erzählt, den Weg. Ja, also ich bin mir, wie gesagt, ziemlich sicher, dass es Counter nicht ist, aber ich konnte mich jetzt ehrlich gesagt schlecht oder schwierig zwischen Regi und Rasira entscheiden. Okay, dann halten wir fest, dass der Imposter mit R anfängt. Genau. Gut. Also ich sag's wohl oder übel. Ich bin eher inkliniert, trotzdem zu glauben, dass es Rasierer ist, weil ich immer denke, dass Self-Reports unwahrscheinlicher sind als nicht, sag ich jetzt mal, aber das ist mir noch zu vage. Das darf halt auch eben die Taktik sein, ne? Also weil man das ja eben. Genau deswegen ist mir das halt noch zu vage. Also ich, keine Ahnung. Also hat, denn, hat, denn irgendwer, hat denn irgendwer hat denn irgendwer Rasierer in der Runde gesehen? Ich nicht. Deswegen. Ich niemand gesehen. Ich halt auch nicht. Oder Reggie, nee, bin da. Nee, ich hatte nur Conan und dich Counter gesehen. Wir waren doch. Genau, Counter, wir waren zusammen bei den Wires und da stand Conan beim Admin beim Upload. Genau. Ja. Und ich bin dann gerade zum Download. Genau, und wir sind ja zu Weapons gegangen. Nee, also ich habe weder Regi noch Rasierer gesehen, deswegen ich habe halt literally keinen Indiz leider. Okay. Also wenn ihr euch gegenseitig klären könnt, dann. Höchstwahrscheinlich. Also ich weiß halt ungefähr, wann der Kill passiert sein muss und ich habe halt Counter da halt ganz woanders gesehen. Zu dem Zeitpunkt.
Also, also ich hatte, sein, da ich auch der erste. Ja, dann ist für Reggie eigentlich nee. Klar, dass es Rasierer Jerome, ist. Nee. Das ist eigentlich ganz. Nee, gut. Genau, nee, stimmt. Du warst, Counter war als erstes von Admin abgehauen und Conan stand da nämlich noch da und dann war ich als zweites abgehauen und ich glaube, da stand Conan da immer noch. Also ja, ich kann dazu nichts sagen, ich skip. Okay. Die haben sich gegenseitig gewotet. Ja, natürlich. Okay. Verständlich. So, ich muss weiter Tasks machen, darf ich nicht einfach vergessen. Einfach beide rausfliegen, da hätten wir gewonnen. Ja. Genau. Ich muss weiter Tasks machen. So. Und zwar... Ich... Nummer 2 von dem hier. Okay, da kann ich nichts machen, ne? Oh, Rasierer wartet hier oben. Okay, ich meine, ich mach dann mal eine Runde Simon Says. Kann ja eh nichts anderes tun. Kill ihn! Okay, die bleiben zusammen, das ist gut. Okay, Navigations ist der eine. Das sind die Wires. Ach, ich nuss. Ich krieg's doch angezeigt auf der Karte. Mensch, warum bin ich denn so doof? Bin komplett... Hä, hab ich das nicht schon gehabt? Muss ich's noch... Hab ich zwei davon? Wahrscheinlich habe ich zwei davon, alles klar. Ach so, einmal Antrieb oben, einmal Antrieb unten oder was? Okay. Gott, so viele Tasks. Ist echt ganz schön, wir haben ganz schön viele Tasks. Vielleicht sollten wir die ein bisschen reduzieren bei so wenig Mitspielern. Da ist der Imposter. Der steht jetzt einfach rum und macht nichts. Okay. Obwohl gerade gar keiner da ist. Ach so. So viel dazu. Okay, ich habe meine Tasks fertig. Eieieiei. So. Ach so, wegen RO2, klar. Oh. Killt er den? Okay, beide kommen. Ah, das war jetzt auch wieder interessant. So, jetzt verfolgen wir mal ihn. Solange wir ihn gewendet. Gewendet sein. Er ist einfach. Oh. Aha. Oh, wann hat er denn das geschafft? Ja, dann ist Rasierer. Den habe ich gerade noch bei Counter, gesehen. Okay. Ja, also ich weiß, dass du es nicht warst, weil wir waren ja am Anfang die ganze Zeit zusammen. Ja, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht gerade hier ist. Der hatte 5 Möglichkeiten, mich zu killen. Ja, aber... Also das finde ich ziemlich genau safe. Wo genau war Counter denn jetzt? Also Counter und ich waren... Er ist ja auch tot. Genau, Counter und ich waren zum rechten O2 gegangen und Rasierer stand da. Ja, eben, ich hab's schnell gefixt. Ich bin leider auch erst sehr spät hingekommen. Und dann bin ich weiter nach genau. Und ich war dann weggegangen und habe euch da quasi allein gelassen. Und jetzt ist, dann habe ich meinen Emergency gecallt, quasi 5 Sekunden später. Und dann war Counter tot. Also, das ist ziemlich safe, Rasierer. Also, aber meine Counter ist nach rechts gegangen und ich bin, glaube ich, nach unten. Wir haben jetzt auch beide schon gewotet. Also, das bringt nichts mehr, da jetzt was zu sagen noch. Also, wenn du es nicht warst, dann war das ein GG von Reggie, aber. Ja. Schade. Also weder Licht noch Reaktor noch O2 hat geholfen, euch zu besiegen. Schade. Ich musste sowieso so O2, da hatte ich eine Task. Ich bin noch komplett im Versteckmodus. Ich denke so, oh Gott, wo ist die nächste Task? Wo ist die nächste Task? Und denke so, vergesst komplett, dass ich die Karte aufmachen kann. Dass mir angezeigt wird. Ja, ich dachte halt, jedes Rasierer ist, deswegen dachte ich mir so, ja, ich lasse die da beiden da jetzt mal alleine und call mal direkt in Emergency. Oh, guck mal, Counter ist tot. Ich bin übelst erschrocken, als du mich gekillt hast. Ich habe überhaupt nicht in dem Moment damit gerechnet, dass ich plötzlich sterbe.
Ich habe auch über gezögert, ob ich dich jetzt wirklich killen soll, aber. Ich bin total zusammengezuckt. Angeboten. Also Frage, schön friedlich auf dem Weg nach unten, zack. Einmal kurz Messer geholt und tschüss. Ja, ja, aber wenn man Comms aktiviert, kann man den als Geist dann die Task auch nicht sehen oder schon? Nee, ich glaube, die kann man als Geist dann auch nicht sehen. Sonst würde ja das Dings hier nicht funktionieren, das Verstecken. Das Hide and Seek. Stimmt. Ja. Blöd, ja. Gut, aber ich schaue eh nie auf die Karte, also von dem her. Ich schaue nur auf die Karte. Lustigerweise, also ich weiß nicht, ob das bei Skeld auch so ist, aber beim Airship weiß ich, da können auch Geister das Comms fixen. Oh. Kann sein, dass das auf Skeld sogar auch möglich ist, weil Communications beeinträchtigt ja auch die Geister. Stimmt, die anderen stimmt. Wir konnten ja auch bei Hide and Seek als Geist, konnte man auch, hat es auch die ganze Zeit gibt. Genau, genau. Das ist der einzige Mord, die auch Geister fixen können, weil die auch davon betroffen sind. Ah, okay. Das ist doch relativ neu, oder? Das ging ja früher noch nicht. Also es ging auf jeden Fall schon vor diesem Update. Also es geht mindestens seit, wo sie Airship haben. Es kann sein, dass es früher nicht ging. Ja gut, seit dem Airship habe ich es auch nicht mehr gespielt. Ja gut. Es kann sein, dass es ganz früher nicht ging, das weiß ich, das weiß ich nicht mehr. Gut, aber Kommunikation ist eh selten. Okay. Nächste Runde. Hoffentlich bin ich ein schlechter Imposter. Im normalen Modus brauche ich eigentlich gar nicht Imposter sein, da bin ich lieber besser. So, und das bin ich tatsächlich auch schon wieder. Sehr schön. Und da geht's gleich wieder mit dem Müll los. Ab dafür. So, Wiedersehen Müll. Dann gehen wir gleich wieder zum nächsten Müll. Wehe, du bist Imposter, Xehanort. Okay. Hui! So. Dann Elektrik. Okay, ein einziges Ding in Elektrik. Dann gehen wir da gleich rein. Dann ist das weg. Dann ist das weg. Okay, das führt nach. Ich brauche ja gar nicht gucken. Ja, wurscht. Jetzt kriegst du auf der Karte. Mensch. Hinter sich so doof. Vor allem, es steht ja auch hier oben. Da steht es ja auch dort. Also, keine Ahnung. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Okay, jetzt ist alles da drüben. Aha. Okay. Ich glaube, es ist Xehanort. Und zwar, die Leiche lag in Communication. Xehanort war die ganze Zeit mit mir und er hat sich so ein bisschen bewegt, als ob er mich umbringen will. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst, aber er hat es aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Okay. Da war er kurz weg, als ich in Navigation war. Dann kam ich zurück, er kam mir entgegen. Und dann dachte ich, gucke ich mal in Communication rein. Und da lag er rum. Genau, ich hatte den O2-Filter zu. Hallo? Wie in der letzten Runde? Nee, na. Vorletzten Runde, da waren wir das? Nee. Doch. Das war noch auf wieder, da war ich auch mit dir zusammen rumgelaufen. Also ich hatte halt dann jeweils die Tasks gemacht hinter dir. Also ich kann mal sagen, ich hatte bei Admin den Swipe Card Task gemacht. Also da waren wir ja zusammen gewesen. Ja. Und dann waren wir zum Shields gegangen. Da hattest du, glaube ich, die Shields angemacht und ich musste den Lüftungsschacht da sauber machen. Hat aufgeleuchtet. Wie lange ist denn der und Cooldown dann, ganz am Anfang? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war genau uns. Genau, und dann hatten wir uns getrennt, weil ich in Navigation hatte ich keinen Task und ich musste halt nur den Luftfilter sauber machen. Aber ich meine, du bist runtergegangen. Das sah zumindest für mich so aus. Ich bin nicht runtergegangen. Aber das würde sehr gut passen, dass wir uns trennen. Du wirst dann runtergehen in Communication und da komme ich runter. Wir begegnen uns da etwas über Shields. Also zeitlich würde das sehr gut passen, behaupte ich jetzt mal. Okay. Ich habe nur gefragt, wie lange der Cooldown am Anfang ist, weil du ja am Anfang mir hinterher bist und ich dann gedacht habe, hoffentlich ist er nicht Imposter, aber hätte ja sein können, dass da noch der Cooldown lief. Deswegen schwierig. Ja, Conan, wo warst du denn diese Runde? Ich habe wieder oben mit dem Müll angefangen, dann war unten der Müll, dann war ich in Electrical drin, da hat es dann den Schalter zu Lower Engine rübergesetzt. Dann habe ich in Reactor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gemacht und
Dann wollte ich jetzt weiterlaufen zu Admin, wo der nächste Task angezeigt wird, aber dann kam der Report. Sprich, du warst relativ westlich dauernd. Ja. Ich war eigentlich die ganze Zeit Weapons Cafeteria Admin. Da habe ich durchgewechselt wegen Download und Upload. Weiter bin ich auch nicht gekommen. War gerade auf dem Weg zu Medbay, dann kam der Report. Und ja. Ja. Dann ist wirklich entweder Reggie oder Xehanort. Wenn also Conan die Wahrheit sagt. Glaube ich halt nicht. Also wie gesagt, ich war halt die ganze Zeit hinter Reggie, war eigentlich meine Idee war halt, dass wir uns halt gegenseitig klären. Ich meine, das hätte natürlich auch voll nach hinten losgehen aus meiner Warte, weil er hätte mich ja auch killen können. Aber da er es halt nicht gemacht hat, würde ich halt aus meiner Perspektive eher sagen, dass es Reggie halt nicht ist. Ja, ich kann das Gleiche sagen. Dass du einen Vorwand haben willst, ja, ich könnte dich klären im Zweifelsfall. Aber dann fällt mir auf, dass du genau dann weg bist und ich genau dann die Leiche finde. Ja, okay, aber die Leiche lag halt da, wo ich nicht war. Okay, also im Moment. Aber gut. Das glaube ich euch jetzt auch nicht. Es ist schwierig, aber Reggie hat es ja noch schon mal zumindest beschuldigt, sehe ich das richtig? Ja. Ja. Ich wurde jetzt skippt. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe auch geskippt. Ja, ich auch. Ja, ich bin nicht dazu gekommen. Na gut. Yes. Okay, mute. Also ich war's halt wirklich nicht, aber okay. Ich wollte sogar eigentlich auskippen, aber dann hast du mich auf einmal krass beschuldigt und dann. Ich hab hier niemanden beschuldigt. So, gehen wir gleich mal zu Admin weiter. Jetzt ist dann die Frage, ob ich mich von Xehanort fernhalten soll oder nicht. Es ist jetzt wirklich so eine Frage, ne? Wo ist denn die Karte? Hä, wo ist denn die Karte? Ach, da. Oh Gott sei Dank. Reggie macht hier Upload. In an O2. Ich würde mich, glaube ich, von Xehanort jetzt fernhalten. Wenn ich den sehe, würde ich, glaube ich, im Moment abhauen. Ich weiß nicht, ob ich... Aber ich meine, wenn er es ist, wende ich so natürlich, dass er mich killen kann. Ich würde versuchen, ihm nicht zu begegnen. Mal gucken, ob das funktioniert. Weil Rasierer würde ich jetzt im Moment ausschließen. Rasierer würde ich aktuell auch... Okay, wir haben nur noch einen Task. Rasierer würde ich jetzt ausschließen aktuell. Okay. Der war dann an dem Ding war der dran, ne? Genau. Ja, das war's. Wir sind fertig. Vor dir habe ich Angst. Du lässt mich in Ruhe. Ja. Nee. Das... Ich gebe dir keine Möglichkeit, zu nah an mich ranzukommen. Okay. Okay. Da ist er gewendet. Du wendest einfach, ich wollte... Ja, sicher. Ich wollte gerade zum Report-Button gehen. Ja, da habe ich dich abgefangen. Ja. Das war ein Ich bin in den Vent gestiegen. Ich wusste, dass du das gesehen hast. Ich dachte so, okay, geh bestimmt oben rum. Und bin dann bei Medway aus dem Vent rausgesprungen. Hab dich genau abgepasst. Ja, und dasselbe habe ich mit Conan nochmal gemacht. Ah, das war richtig gut. Das Komische war aber, zwischendurch dachte ich, es sei Conan. Weil ich war ein Admin. Und auf einmal unrechts, aber im Vent, war auf einmal Conan. Ich habe ihn nicht reinkommen sehen. Deswegen dachte ich, ist Conan gerade gewendet? Keine Ahnung, ich hab ihn nicht reinkommen sehen, aber... Ich bin also nicht tatsächlich gewendet, offensichtlich. Deine Logik war halt komplett richtig, Reggie. Also ich dachte tatsächlich nicht, dass du mich direkt so sehr suspektest. Also ich dachte halt eher, ich bin dadurch in deinen Augen eher clear, dass ich halt am Anfang locker eine Minute bei dir rumstand und nichts gemacht habe. Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, ich halte mich von Xehanort fern. Wenn ich den sehe, haue ich sofort ab. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ja. Allerdings, dass du mich durch den Vent da... hinterher verfolgst, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte so, ich werde dich natürlich los. Das Problem ist, ich bin aus dem Vent rausgesprungen, habe sofort auf Kill gehämmert, aber ich hatte noch 2 Sekunden Cooldown. Ich dachte schon so, oh scheiße. Ich war so, ich muss sofort zum Report-Button, aber ja. Nicht schnell genug. Aber dann habe ich es noch geschafft. Hätte ich nachdenken aber müssen, dass du da hochwendest, dann hätte ich anders laufen müssen. Ich auch. Mhm. Aber Respekt an den Imposter. Ja, war gut. Danke. War gut, definitiv. War wirklich krass, ja. Ich musste die Rennroute ja noch irgendwie retten. Ich hatte halt wirklich nicht gedacht, dass Reggie denn so geistesgegenwärtig ist und nochmal dahin zurückgeht, wo ich herkam. Also ich kam halt von unten. Das hat er schon richtig gesehen und dann da die Leiche tatsächlich sieht. Ich dachte halt, er checkt das nicht, dass ich da kurz weg war, aber naja. Gut. Okay, nächste Runde. Also, das klappt doch recht gut mit 5 Leuten eigentlich. Ja, ich auch, ja. 1 gegen 4 ist okay.
So, wir sind wieder Besatzung. Sehr schön, wir fangen wieder mit dem Müll an. Nein, tun wir diesmal nicht. Okay, cool. Haben wir hier irgendwas? Nö. Okay, cool. Haben wir hier... Ach so, ich lerne es nicht mehr. Ich lerne es nicht mehr, dass ich nicht suchen muss am Anfang. Das werde ich den ganzen Part über nicht mehr loswerden jetzt. Oh. Das war die falsche Reihenfolge. Das werde ich den ganzen Part über nicht mehr loswerden. Das ist unfassbar. Also Reggie hat jetzt ein paar Möglichkeiten, mich zu killen. Reggie schließe ich aus. So, wir müssen jetzt ganz schnell Reaktor schmelzen. Verhindern. Yikes! Das wird knapp. Counter. Jo, da ist halt echt keiner sonst hingegangen. Ey, das war super knapp, ne? Ah, ich habe nicht hingeguckt, weil ich auf die anderen geguckt habe. Ich will mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz, dass Counter mir erklärt, was zur Hölle er da eigentlich tut. Also, erstens, der Emergency wurde gecallt, Counter geht in die komplett andere Richtung. Und der zweitens, Emergency wurde gecallt, was? Der Reaktor wurde ausgeschaltet. Und also ich bin halt nach von, also ich wollte halt oben rumgehen, nach links zum Reaktor, und du bist mir halt in Cafeteria entgegengekommen. Da dachte ich schon so, okay, komisch, was will der Typ in der anderen Richtung? Ich war doch auch im Reaktor eben. Also Counter, ja, aber du bist halt, nicht, und anstatt dass du den direkten Weg dahin nimmst, bist du mir entgegengekommen. Ist ja auch egal, das ist ja erstmal okay. Dann bin ich im Reaktor und ich stehe am oberen Reaktor und es ist halt bei 0 von 2 und dann kommt Counter an und stellt sich auch an den oberen Reaktor. Wo ich mir denke, okay, what the fuck? Entschuldigung, das wollte ich nur mal rausgelassen haben. Also irgendwie macht Counter komische Dinge. Ja, ich habe selber gemerkt, dass ich komische Dinge mache, weil im Nachhinein, als ich dann auf dieses Ding da drauf geklickt hatte, habe ich dann wieder diese 1 von 2 da gesehen und habe mir gedacht, hier stehen ja schon einige. Also ich würde jetzt sogar für Skip voten. Ich wollte das nur mal kurz verstanden haben, was du da tust, weil ich habe jetzt zwei Sachen gesehen, wo ich mir so dachte, what the fuck. Dann darf ich jetzt weiterspielen, das ist nett. Ja, danke, so, sorry. Alles gut. Da ich dachte nur, ich hau jetzt auf den Emergency und sehe, dass jemand tot ist, weil dann hätte ich tatsächlich... Hey, Counter, was war dein letzter Task? Mein letzter Task war... Moment. Mhm. Ich war von unten bei Electrical mit dem Power hochstellen wieder. Okay, das ist ja nochmal ganz woanders, wo ich dich gesehen habe, aber okay. Gut, nehmen wir das mal so hin. Also du warst unten in Electrical? Dann hatte ich Xehanort. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin gerade rumgerannt wie Falschgeld, weil diese vor allen Dingen dieser, wie heißt es, dieser Emergency da eben, wie Xehanort schon gesagt hat, ich bin nicht auf dem direkten Weg dahin gerannt, weil ich habe gedacht, der andere Weg wäre kürzer. Xehanort, wo hast du Counter gesehen? Okay. In Cafeteria. Also ich war quasi nach links gegangen und er war mir entgegengekommen und war nach unten Richtung Edmund gegangen. Und dein letzter Task-Counter war in Electrical. Ja, weil ich dann hoch in die Cafeteria bin und dann bin ich wieder runter über die Cafeteria, über den Weg da zurück nach links hoch. Okay, also das kommt mir zeitlich recht eng vor, dass du ja noch in Elektriker gewesen sein willst, aber okay. Und davor. Ich nehme das jetzt so hin. Kommt mir auch so komisch vor. Aber gut. Ich will jetzt ja auch niemanden anschwärzen. Ich dachte nur, da liegt eine Leiche rum, dann hätte ich das nochmal geforst. Aber da alle geskippt haben, ich da natürlich nichts machen. Aber das... Er war Counter nicht mit mir da... Er war doch dann hier mit drin. Also, das passt halt so nicht zusammen. So. Ach, da oben ist noch eins.
Ah, die Nummern muss ich auch machen. Wo ist die 1? Ah, ich bin drauf. So. Ach, dieser scheiß Daten-Upload. Gehen wir jetzt in Elektrik. Counter ist für mich. Counter ist für mich sus. Könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt? Counter ist für mich sus. So, jetzt müssen wir zu Engine. Genau. So. Was macht er denn da? Ach ja, moin. 1, 3, 1, 5, 6. Ah, ziehen wir gleich mal die Karte durch. Er hat auch die Karte und ich habe noch den Upload und dann bin ich fertig, ne? Ah, ne, Klinik muss ich noch. Medbay muss ich noch. Counter bleibt sehr sus. Sobald ich Counter sehe, haue ich ab. Was nicht geht, wenn ich hier drin bin, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Was, der war's nicht? Lol. Wie, der war's nicht? Okay, nee, Reggie war mein Hauptverdächtiger gewesen, weil der hat mich irgendwie übers halbe Schiff verfolgt. Ich hatte voll Angst, dass er mir jetzt drin will. Ich bin immer noch bei Counter. Vor allem jetzt reportet er. Bin mal unsicher, also ich habe Counter zwischendurch auch wieder rumstehen sehen an einer komischen Stelle, aber das kann halt sein, dass er nur auf die Karte geguckt hat. Also ich bin mir halt immer noch nicht sicher. Ja, Counter, dann berichte mal. Auf die Karte. Ja, ich bin jetzt gerade, Moment, ich muss die Karte hier nochmal aufmachen. Mhm. Unten links in diesem... Ah, keine Ahnung, wie der Ort da heißt. Unten links ist Lower Engine. In Engine, genau, wahrscheinlich. Da habe ich, Reggie gefunden. Ich habe jetzt keinen da sonst gesehen. Okay. Ich meine, gut, was ich dazu sagen kann, zeitlich, ich habe Rasierer und Conan relativ kurz vorm Ende der Runde noch bei Admin gesehen. Genau, ich habe gerade die Karte durchgezogen und jetzt wollte ich den Upload. Nee, ich habe den Upload gemacht und jetzt bin ich noch zu Medbay, da war aber auch Rasierer mit mir. Genau. Und quasi kurz vorher. Was Rasierer? Hat mich Reggie verfolgt. Also da hat er noch gelebt. Das heißt also, ja, eigentlich in dem Zeitpunkt, ab dem, wo ich Reggie nicht mehr gesehen habe, habe ich eigentlich permanent Conan und oder Rasierer gesehen. Ja, ich war eigentlich auch jetzt die ganze Zeit. Also Rasierer war mit mir in Admin und dann war er auch mit mir in Medbay, das stimmt. Ja. Genau. Ja. Also das heißt, aus eurer Perspektive könnte ich es theoretisch noch gewesen sein, aber ansonsten würde ich jetzt tatsächlich auch einfach aus Ausschlussprinzip sagen, Counter, dass es Counter gewesen sein muss. Ich wollte nur ganz kurz fragen, als das O2 losgegangen ist, was für einen Task hast du da gerade gemacht? Warte mal, da war ich in der... Weil ich habe dich da ja gesehen in dem Moment, wo O2 losgegangen ist. Ich will nur kurz wissen, was für einen Task du da gemacht hast. Das ist ein sehr... Also an den Task kann man sich erinnern, wenn man genau dort stand, weil es da nur den einen Task gibt. Und du standest da so schön still und dann mit dem, los. Das müsste der gewesen sein mit diesem Benzinkanister. Mhm. Wenn ich mich jetzt vom Ort nicht täusche. Mhm, genau, da standest du, richtig. Ja. Den habe ich gefüllt. Mhm. Und dann ging O2 los. Ja, und dann bin ich auch dahin gelaufen. Ebenso wie du. Okay. Schwierig. Die Beweislage ist für mich noch nicht eindeutig. Nee, für mich leider auch nicht. Also ich sag's mal so, ich habe jetzt noch, ich glaube, einen Task. Ja, ich muss noch scannen, dann bin ich fertig. Ja, und nur noch aber ich muss schon sagen, also der Druck auf Counter ist von meiner Ansicht nach her schon ziemlich hoch, weil ehrlich gesagt habe ich halt alle. Er muss ja noch zwei Kills schaffen, ne? Wenn er jetzt nur einen schafft. Richtig, genau. Also bevor genau. Jetzt also wir jetzt falsch rausvoten, soll er lieber noch zweimal versuchen zu killen. Ja, also skip. Skip, sonst wird noch hier jemand rausgevotet. Genau, aber also, keine Ahnung, also ich finde es halt schon ziemlich safe eigentlich, dass er es ist, aber naja, wir spielen weiter.
So, ja, ich bin eigentlich bin ich auch countermäßig unterwegs. Ich meine, ich habe jetzt gesagt, wo ich hin muss, wenn ich jetzt sterbe, gut. Dann ist das so. Wieso warten auf... Hä, was? Die ist doch tot. Ja, ja, genau. Genau, es war klar. Es war klar. Okay, wir verfolgen ihn. Wenn er noch einen zweiten Kill schafft, dann Glückwunsch. Dann Glückwunsch. Okay. Okay, also irgendwer hat gerade Conan im Medbay gekillt und macht ist dann offensichtlich rausgewendet, weil ich hatte noch, also ich stand am Admin-Table und habe halt zwei Leute noch am Dings hier gesehen, am Bums, am Admin-Table und als ich dann da hingelatscht bin, lag da nur Conan tot. Also im Medbay. So, wer von euch hat denn, genau, im Medbay, wer von euch hat denn jetzt noch einen Task übrig? Ich muss noch den Download machen. Admin. Okay. Und Rasierer? Nee, ich bin Rasierer. Also, und Counter, was musst du noch machen? Ich hab keiner mehr übrig. Okay. Theoretisch könnte das die eine sein, die noch fehlt, ja. Wie lange dauert so ein Upload und wie lange ist der Kill-Cooldown vom Imposter? Also Imposter hat 25 und der Upload oder Download, je nachdem, müsste 10 Sekunden sein. Ungefähr. Oh, ihr pokert zu hoch. Aber es ist wirklich unsafe, in der 3-Leute-Konstellation zu skippen, also... Aber ich glaube auch nicht, dass es die einzigste Aufgabe ist, die noch fehlt. Ich meine, der Balken ist... Das ist safe nur eine Aufgabe. Meinst du? Da würde ich 10 Euro drauf setzen, dass es nur eine Aufgabe ist. Ja, dann soll man es riskieren? Nee, das ist nicht safe genug. Weil es kann, angenommen ist es Rasierer und der tut gerade so, als gäbe es noch den Download. Dann heißt das ja, dass einer von den Geistern noch eine Aufgabe übrig hat. Und das ist ja halt nicht gesagt, dass der das in dass der Geist das. Aber ich wage jetzt mal zu behaupten, dass ich letzte Runde fast ausschließlich dauernd mit Conan unterwegs war, sowohl am Anfang als auch gegen Ende. Ich kann Conan jetzt aber auch nicht bestätigen. Also ich meine mein Bauchgefühl und die Logik aus der letzten Runde halt, dass ich, wie gesagt, Reggie halt noch lebend gesehen habe, kurz bevor ich auf Conan und Rasierer gestoßen bin, das spricht halt alles dafür, dass es Counter gewesen sein muss eigentlich. Eben, ja. Ja, dann vote die noch raus. Aber gut, natürlich könnte Rasierer das jetzt auch als Vorwand verwenden, dass er die ganze Zeit mit Conan zusammen war und ihn jetzt natürlich, die sind jetzt wieder zusammen nach Medbay gegangen und er hat Conan jetzt getötet, aber... Nee, ich bin tatsächlich runtergegangen. Ich habe ja zuerst den Upload in Electrical gemacht und dann wollte ich jetzt gerade auf dem Weg in Admin, aber... Das Ding ist halt, dass das... Ja, ich hätte hinwenden können, aber... Ja, ja. Aber das passt halt zu dem, was ich auf dem Admin-Table gesehen habe. Scheiße, ich wurde jetzt runter. Fuck it. Ja, mache ich dann auch jetzt. Gut, perfekt. Wenn's Rasierer war, dann GG. Nein, ich bin's nicht. Aber ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf, ob du es vielleicht bist, ob du einfach nur manipulative Worte bewalten lässt, aber... Sehr schön. Okay. Aber es ist auch gewonnen, gut. Ich find's ja interessant, Xehanort, wie du meintest, dass ich suspicious wäre, weil ich dich über das halbe Schiff verfolgt hätte. Ich habe dich vielleicht 3 Sekunden lang verfolgt oder so. Keine Ahnung, wie du darauf kamst. In meinem Kopf hast du mich von Navigation bis Storage verfolgt und das kam mir schon suspicious vor. Okay. Ich bin zu müde, um Imposter zu sein, ehrlich. Ja, ich hab das halt sofort gesehen, dass du da irgendwie nur so planlos durch die Gegend gelaufen bist, da haben alle Alarmglocken bei mir geklingelt, sorry. Aber ich hatte dann recht damit, dass du in dem Moment, wo du beim Benzinkanister standest, das O2 angemacht hast, ne? Keine Ahnung.
Weil du standst da so still und dann ging O2 los. Das war halt. Deswegen habe ich auch gefragt, was hast du gerade für eine Task gemacht? Ja, ich kann mir da zum Verrecken nicht merken, wo ich da rumrenne und was ich da mache. Von daher, sobald ich im Poster bin, ist die Chance relativ hoch, dass ich da keine Chance habe als Einzelner. Ich habe dich zwischendurch... wie ich beim... Ja, wobei jetzt nur noch ein Kill gefehlt hat, also... Ja, aber das war jetzt trotz allem... Mich halt direkt im Madman zu killen... Ja, gut. Ich fand es auch interessant, wie Conan bei Mad Bay seine Task machen wollte, aber in der Warteschlange stand noch war, weil ich als Geist noch meine machen richtig. Musste. Ich gehe da drauf auf das Ding und unten steht Warte auf Regie und denke so, hä, der ist tot, was willst du von mir? Ja. Es kann halt nur einer gleichzeitig auf dem Ding sein, das schließt Geist damit ein. Ah, okay. Es war so übernatürlich. Ja. Okay, ich denke, eine Runde schaffen wir noch. Wir haben eine Dreiviertelstunde. Ja, eine Runde. Ich hoffe, Conan ist der Imposter. Einer geht noch. Ja, einer geht das noch rein. Genau du das. Ich werde sinnlos durch die Gegend rennen. Du warst so müde, dass du nicht mehr wusstest, dass du selber der Imposter bist. Ich war Imposter, ach so. So, okay. Besatzung. Starten wir diesmal wieder mit dem Müll? Nein, tun wir nicht. Gut, Navigation. Ist ein einziges Ding. Das ist wieder das Ding in die Mitte positionieren. Na ja, genau. Easy. Steuer stabilisieren. So, dann haben wir Kommunikations. Das ist der Upload. Dann machen wir den Upload. Reggie hat kein Interesse an mir. Gleich mal vermerken. Reggie hat kein Interesse an mir. Wenn es dann drauf ankommt, habe ich es wieder vergessen. Rasierer hat auch kein Interesse. Die beiden R's haben einfach kein Interesse an mir jetzt gehabt. Ne? Sehe ich richtig. Rasierer hat kein Interesse. Da sterbe ich gleich. Okay. Licht ist aus. Dann machen wir Licht wieder an. Machen wir Licht wieder an. Xehanort hat Licht wieder angemacht, aber warum nicht? Es war... Okay. Es war doch Rasierer. Der hat schon zwei gekillt. Stummschaltung aus, sehr schön. Oh, Conan ist tot, what? Ja, ich habe aber nur Regel gefunden. Okay. Und zwar unten rechts in Shield liegt er. Okay. Conan habe ich. Also dann würde ich gleich schon mal sagen, das war wahrscheinlich kein Self-Report, weil Conan muss der letzte Kill gewesen sein, weil ich habe den kurz vorm Report habe ich den noch lebendig in Electrical gesehen. Korrekt. Und ich war dann von Electrical gerade wieder zu den Engines zurückgelaufen, weil ich in Upper Engine muss ich, glaube ich, noch den Engine Output allein. Oder was Lower Engine? Nein, von beiden auf jeden Fall. Und quasi gerade als ich da wieder ankam, kam der Report und da war Conan tot. Also der muss quasi, keine Ahnung, in den letzten 10 Sekunden gestorben sein. Korrekt. Das heißt also, wenn du den Report gemacht hast und du meinst, das war auf der ganz anderen Seite der Map, dann war es Rasierer. Korrekt. Oder halt nicht. Mit welcher Begründung? Also ich war die ganze Zeit im Reaktor jetzt zuletzt. Aber war davor auch nochmal im Medbay ein bisschen scannen. Also bei Engine war ich auch nochmal kurz, um vorbeizugehen Richtung Reaktor. Security habe ich einmal kurz Camps geschaut, aber da habe ich nichts gesehen. Okay, ich wurde Rasierer, weil er sagt, er hat gerade 5 Räume aufgezählt, in denen ich war und ich habe ihn in keinen einzigen von denen gesehen. aber davon mal abgesehen, glaube ich sowieso, dass es Rasierer war, weil meine Logik ist, du hast ja Reggie reportet, richtig? Ja. Genau. Und war der erste Kill. Ich glaube halt nicht, dass das ein Self-Report von dir war, weil das müsste es denn ja aus meiner Warte sein, weil ich war es nicht und das ist entweder einer von euch beiden. Dass es kein Self-Report war, weil wie gesagt, ich habe Conan halt kurz vor Ende der Runde noch lebend gesehen. Das heißt also, Conan muss der letzte Kill gewesen sein und wäre es ein Self-Report gewesen, hättest du ja Conan reportet. Aber wo glaubst du dann liegt Conan? Wenn du ihn zuletzt noch gesehen hast? Ich denke mal, da liegt aber war da nicht das Licht aus? War da nicht das Licht aus? Genau.
Genau, wir haben das Licht wieder eingeschaltet. Also ich habe das Licht wieder eingeschaltet in Electrical und Conan kam kurz nach mir an und wollte auch das Licht einschalten, aber weil das Licht dann wieder anging, weil ich es ja eingeschaltet habe, ist Conan weiter nach oben gegangen, weil er da wahrscheinlich einen Task hatte. Und ich vermute mal, also wenn du auch gerade meintest, dass danach hast du es dann gekillt. Genau, und ich meine, wenn du schon behauptest, dass du gerade im Medbay warst, vom Medbay kann man sich ja zum Beispiel rüberwenden in Nee, das war noch, das war noch kurz vor dem Licht. Okay. Danach bin ich dann direkt weiter im Reaktor. Genau, weil ich war nämlich vorher in Security und so weiter gewesen und ich habe dich da halt kein einziges Mal gesehen. Also ich meine, das könnte jetzt natürlich alles dummes Pech gewesen sein und es war trotzdem auf irgendeine kuriose Weise ein Self-Report von Counter, aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube echt, dass wir uns kurz abgepasst haben. Also wir hätten uns eigentlich sehen müssen, weil in Security war ich aber auch nur ganz kurz. Ja. Also war ich aber nur kurz reingelinnt also und... Ich bleib bei meiner Logik, also aus meiner Perspektive war es Rasierer. Ja, Counter. Aus meiner Perspektive war es das nicht, aber... Ich vertraue jetzt einfach Max Xehanort, weil er mit mir geredet. Okay. Danke. Also wenn du es warst, Counter, dann war es cool. Aber ich. Keine Ahnung, also wenn es ein Self-Report gewesen, wäre es nicht Raji gewesen, der reportet hättest. Ja, du musst mir merken, als Imposter mehr Self-Reporten. GG. Ja, aber selbst wenn es ein Self-Report gewesen wäre, also ich wusste ja, wer der letzte Kill gewesen sein muss, deswegen... In dem Fall, ja, Es konnte kein Self-Report gewesen sein, das also sagen wir es mal so, dann wäre es schon ein Self-Report gewesen, der Marke hätte Conan gekillt, wäre dann zur anderen Leiche zurückgelaufen und hätte die reportet. Das hätte natürlich sein können, aber das macht ja keiner. Theoretisch Strategie. Aber und das ging aber tatsächlich echt ganz schnell, also ich war wirklich tot und direkt kam der Report, Es war ziemliches Künstlerpech, dass er mich gekillt hat und dann kam direkt der Report von der anderen Seite, auf den er keinen Einfluss mehr hatte. Leider, ja. Genau, und deswegen wusste ich halt, dass das Conan der letzte Kill gewesen sein muss, weil, wie gesagt, ich hatte ihn halt, also seien es 10 oder 15 Sekunden vor Ende der Runde, hatte ich ihn halt noch gesehen. Aber was das angeht, wo ich war wirklich tatsächlich, also einmal kurz in Security und sonst viel Reaktor und im Medbay habe ich halt rüber gewendet zu Electric. Okay, dann müssen wir uns ein paar Mal verpasst haben, weil ich war eigentlich die ganze Runde lang auch in Upper Engine, Lower Engine gewesen. Ich war einmal kurz in Security an die Kameras, glaube ich. Also das war dann wirklich ärgerlich, ja. Ich habe noch anfangs gedacht, dass du eigentlich nicht im Poste bist, weil du mich ein paar Mal in Ruhe gelassen hast, wo du eine gute Gelegenheit theoretisch hattest, aber vielleicht war da auch noch... Ah, vielleicht war da der... Da hast du Reggie gekillt und der Gatter Cooldown. Weil vorher habe ich ja noch Reggie gesehen, stimmt, und dann kamst du... Ja, eben. Ich habe dich ja auch in Kommunikation unten gesehen Reggie lag rechts bei Shield und ich bin dann vorbeigelaufen. Oh. Also theoretisch... Oh, dann hast du Reggie direkt neben mir gekillt. Ja, das habe ich noch als Geist gesehen. Conan war in Communication. Er geht gerade raus. Ich denke so, hoffentlich geht er nach rechts. Bitte gehst du nach rechts oder geht er nach links. Oh, wäre ich nach... Ja, okay. Wäre ich nach rechts gegangen, hätten wir alles geklärt gehabt. Stimmt. Ja, dann hättest du auf jeden Fall Rasierer verdächtigen können. Also beide Kills waren recht dumm. Ich habe nämlich noch so schön gesagt, okay, Reggie geht an mir vorbei, der scheint es nicht zu sein. Okay, Rasierer geht an mir vorbei, der scheint es nicht zu sein. Ja, und in dem Moment war Reggie schon tot. Okay, alles klar. Wollt ihr noch eine Runde? Oder wollt ihr aufhören? Ja. Ich hatte noch eine. Ich mache noch Fragen mit oder ja antworten. Ja. Einfach ja. Gut, das ist für mich ein Start. Einfach machen. Gut. Noch gar nicht, jetzt werde ich Imposter. Scheiße. So. Schlechter dazu. Okay, Besatzung, let's go. Ey, wieso ist dieser Knopf offen? Warum? Okay, direkt hier der Upload, Download, whatever. Geht ganz fix. So. Dann machen wir erstmal O2 weiter. Da oben als blau und schwarz. Schwarz geht hier runter. Blau ist dann in die andere Richtung gegangen, oder wie sehe ich? Blau? Ne, beide leben. Schwarz lebt, blau lebt. Beide scheinen zumindest Tasks zu machen. Xehanort scheint auch Tasks zu machen. Aber alles nur ein Schein. Der Schein kann natürlich auch trügen. Kommt Xehanort jetzt hier lang? Nee, okay. Machen wir mal den Upload fertig. Rasierer. Also Reggie ist
bisher der, den ich noch nicht Tasks habe machen sehen oder sowas. Ich habe alle an sich Tasks machen sehen, aber das heißt, Reggie ist an mir vorbeigelaufen, reportet eine Leiche. Xehanort reportet eine Leiche. Also, ich habe Counter gefunden, der lag in Communications. Ich habe ungefähr in folgender Reihenfolge Leute gesehen. Ich glaube, zuerst... Reggie war auf jeden Fall in Communications unten. Okay, Reggie habe ich tatsächlich nicht gesehen. Mir kamen in folgender Reihenfolge Leute entgegen aus der Richtung Conan. Und dann glaube ich Counter und nee. Counter ist tot. Auf jeden Fall Rasierer und Counter kamen aus der Richtung noch entgegen. Ich weiß nicht, wer von beiden zuerst kam. Also... Ich kann auf jeden Fall so sagen, ich bin unten lang gegangen, bin rein in ja. Kommunikation, hab Counter noch lebend gesehen, bin dann hoch zu dieser Riving Task, da habe ich Conan getroffen, die haben wir zusammen gemacht und dann bin ich runter weiter zu Electrical. Genau, und als ich da an der Riving Task war, habe ich gesehen, wie Reggie unten durch diesen Gang auf jeden Fall gelaufen ist. Okay, also Reggie habe ich gar nicht gesehen, der muss wohl in dieselbe Richtung unterwegs gewesen sein wie ich, also der war dann wohl hinter mir. Weil ich war dann nach Navigation gegangen, musste da einmal die Wires machen und das Steering stabilisieren. Und dann war ich nämlich in der Richtung fertig und war dann quasi unten rum wieder zurückgegangen, weil ich zu Electrical wollte und habe halt auf dem Weg dann gesehen, dass Counter tot war. Also für mich klingt das jetzt so, als wären quasi Rasierer und Conan, die waren ja beide nach links unterwegs und wären dann weitergegangen nach links. Und Counter ist dann wahrscheinlich da stehen geblieben, hat doch den Upload gemacht und dann kann es halt sein, dass die andere Person, die quasi in die andere Richtung unterwegs war, den im quasi Drive-By gekillt hat und das wäre dann ja Reggie gewesen. Frage ist, warum habe ich Reggie denn nicht gesehen? Weil ich habe den da halt wirklich überhaupt nicht gesehen. Also entweder er ist den quasi nach links wieder weggegangen oder er ist gewendet. Also ich kann dir sagen, wie gesagt, als wir da an diesem Wire-Ding waren in Storage, ja. Habe ich ihn so im Schein unten in dem Gang gesehen und dann, als wir in Admin waren beim Upload, da habe ich ihn jetzt gerade den Gang wieder nach oben laufen sehen. Du darfst reden. Ja, ich weiß auch nicht, warum Conan jetzt auf einmal meint, dass ich in Communications wäre. Du warst im Gang da unten, außer ich habe mich komplett verguckt. Also ich war in Electrical, da hatte ich einige Tasks und dann bin ich hoch zu Storage gegangen, weil ich ein Weapons on the Task hatte. Und als ich gerade in der Cafeteria war und gerade rein wollte, dann kam der Report. Aber okay, also als wir behauptet. Ich habe dich, Conan, habe ich auch nicht gesehen. Rasierer, hast du Reggie gesehen? Ich meine, das ist Reggie. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Aber Conan, du bist doch auch nach Cafeteria gegangen nach den Viber Task. Also du hättest ja Reggie gesehen. Ich bin in Admin reingegangen. Ach, in Admin bist du abgebogen. Okay. Also ich sag ja auch nur das, was aus meiner Sicht plausibel klingt. Also ich kann halt auch aus meiner Warte nur sehen, ich habe halt folgende Leute unten rechts nach links gehen sehen und das waren halt in der Reihenfolge Counter und dann Rasierer und Conan und dann Rasierer und Counter. Also ich hätte schwören können, dass es Reggie wäre, weil ich habe noch so die ganze Zeit, als ich rumgelaufen bin, habe ich gesagt, ich habe bisher alle Tasks machen sehen, nur Reggie habe ich bisher nirgends gesehen. Deswegen habe ich so ein bisschen drauf geachtet, ob mir irgendwann Reggie auffällt und dann ist er mir in den Gang aufgefallen, aber Ich hab's Skip gewotet, by the way. Ja, mach ich auch. Also, für mich sind das noch nicht genug Informationen, aber... Nee, für mich auch nicht. Ich will mal festhalten, es waren fast alle zu irgendeinem Zeitpunkt mal rechts gewesen, außer Reggie, der das vehement abschreitet. Korrekt. Ja. Okay. Gut. Macht ihn für mich schon gefährlich, muss ich gestehen. War der Upload natürlich wieder nicht fertig? Ach. Man kennt's. PC startet sich neu, Upload nicht fertig. Hurra! So, okay, da oben in der Cafeteria ist irgendwas. Also, jetzt gilt wieder für mich, sobald ich Reggie sehe, hau ich ab. Der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht. Okay, O2. Wenn da Reggie jetzt irgendwo steht, habe ich ein Problem. Schon mal, aber der könnt ihr auch reinwenden. 88 309 Zielort safe. Oh ne, da oben ist noch keiner. Oh Gott. Leute. Oh, puh. Reggie hat den geklärt. Ich werde Xehanort jetzt mal nicht. Geh nicht weg, ich bin tot.
Okay. Hier sind überall Leute, der kann jetzt nicht einfach killen. Ich hab hier gar nichts. Der versucht's. Safe versucht er's. Ey, ich kann jetzt nicht einen Task machen. Der versucht's. Shit, ich wollte doch... Ah, Mann. Es war klar. Aber die Kill-Distanz ist halt schon strong. So, reportet mich und dann ist... Ihr wart immer die ganze Zeit zusammen. Dann kann's nur er sein. Komm, find mich bitte. Ich lieg da mitten in dem Gang. Ach, nö. Ah, nö. Also, ich hasse dieses Ding. Ja, danke. Und die Rätselregie rausschmeißen. Ab dafür. Also, ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen, dass es Regie ist, oder? Genau. Wieso? Also, ich war eigentlich mit Xehanort, war links ganz lange im Reaktor, hat dann noch dieses Simon Says gemacht. Ist dann ja. Zu mir zu Electrical gestoßen und dann sind wir zusammen Richtung Admin hoch und da lag im Gang die Leiche. Conan. Ding ist. Also, ja, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich stimmt das. Also, aus meiner Warte, also ich kann mal Folgendes berichten. Also, ich stand lange am Simon Says, ich habe das auch einmal verkackt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie gehört hat, aber ich hatte hier ein bisschen auf meinem Sofa rumgehauen, weil der Taste ist echt kacke. Auf jeden Fall, genau, ich hatte das gemacht und ich hatte halt die ganze Zeit, wie gesagt, den Screen vor meinem Kopf. Also ich hatte aus dem Augenwinkel gesehen gehabt, dass rechts von mir auf jeden Fall zwischendurch Rasierer, Conan, ja, und ich glaube auch Reggie, also ich glaube, kommt alle vier mal zusammen, ja. Also ihr wart alle mal zusammen da rechts und ich stand die ganze Zeit noch an den Dingen. Es kann gut sein, dass Rasierer noch ein Stück länger da war als die anderen. Eben, weil das dann sind Conan und Reggie nach gesehen, unten weitergegangen. Ich habe noch kurz auf dich gewartet, ob du eventuell fertig bist und wir dann zusammen blablabla. Aber dann bin ich schon mal vorgegangen zu Electrical und dann bist du ja hinterher gekommen. Das habe ich aus dem Augenwinkel noch gesehen. Das Ding ist halt, aus meiner Warte könnte theoretisch auch Folgendes passiert sein. Du hast quasi, also ich rede jetzt mit dir, Rasera, du hast Conan getötet und bist dann zurückgegangen zu Electrical und versuchst jetzt halt auf die Nummer, sage ich jetzt mal, mich zu überzeugen. Aber ich gebe halt ja. Zu, das klingt relativ unwahrscheinlich aus meiner Warte. Ja, vor allem war das ja doch vorhin safe. Was sagst du denn dazu? Ja, also da bei Reactor waren wir alle noch zusammen und ich dachte eigentlich, ja. Dass wir zumindest noch zu dritt zusammenbleiben könnten. Ja. Dann bei Lower Engine blieb Rasierer dann da und ich und Conan sind dann weitergegangen. Eben. Und das Letzte, was ich gesehen hatte, gut, ich hatte noch was bei Shield, das ich machen musste. Conan ist nach oben gegangen. Und was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Richtig, weil du mich getötet hast. Okay, also mit anderen Worten, Reggie sagt quasi, ja, dann müsste halt das genau das passiert sein, dass Rasierer quasi weitergegangen ist, Conan getötet hat und dann wieder zurückgegangen ist, um mich quasi irgendwie dann abzufangen. Dementsprechend. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Zeit hätte ich wirklich nicht gehabt, weil ich habe noch sehr lange auf dich gewartet im Reaktor. Glaube ich also, halt auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich habe gerade mal die Tasks fertig bekommen, also die eine Task, die ich in Electrical gemacht habe. Und ich meine, in den Gang rennen, dann wieder zurück, dann noch fünfmal an irgendwelchen Wänden hängen bleiben und dann zur Task nach ganz oben noch stellen. Wäre halt auch sehr riskant gewesen. Was mich halt am Anfang einmal bei dir Task gemacht hat, Rasierer, ist, dass ich stand an den Kameras und hatte einmal gesehen, wie du in Medbay reingegangen und sofort wieder rausgekommen bist. Das sah halt für mich so ein bisschen so aus, als würdest du danach nach Leuten gucken, die du killen kannst, aber... Ich habe nach Leuten gesucht, die ich reporten kann, aber... Okay. Ja, ich würde jetzt auch aus der Situation schon. Raus sagen... Ich würde aus der Situation raus sagen, jetzt auch, das war Reggie, also ich habe jetzt auch Reggie gewortet. Ja, dann mache ich auch mal. Ja, dann kann ich auch geben. Ja, okay. Das war aus der Situation raus schon ziemlich unwahrscheinlich, dass das Rasierer war. Also sonst hätte ich tatsächlich, wäre das jetzt aus der Situation raus nicht einigermaßen klar gewesen, dass es Reggie ist, hätte ich tatsächlich auch gesagt, es ist eher Rasierer wegen halt... Der einen Sache, die ich da einmal gesehen hatte, aber. Kann natürlich auch sein, dass man einfach rumgeht und nach Leichen sucht, ja. Ich musste nur noch einen von euch finden, ey. Der Killcounter war schon. Der Cooldown war schon vorbei. Ich dachte mir, was sagt auf einmal alle? Wir waren halt im Prinzip noch da, wo du uns zuletzt gesehen hast. Also, du hättest einfach nur zurückgehen müssen. Ich hätte einfach zur Leiche gehen müssen. Das war mein Fehler.
Dann hätte ja, ich das auch, ja. Naja. Ja, ich wollte den Emergency-Button drücken, nachdem du mir die ganze Zeit hinterhergelaufen bist, aber leider kam ich nicht schnell genug zum Emergency-Button. Ja, kann ich verstehen. Okay. Als ich gekillt wurde, habe ich erstmal selber meinen Download unterbrochen, dann hat der Mörder meinen Download unterbrochen und dann hat der Report meinen Download unterbrochen. Klassiker. Aber ich fand es echt komisch, Conte, dass du mich in Communication, dass du mich da gesehen hast, weil ich weiß nicht, ich habe niemand anderes gesehen. Also, außer... ich schaue es mir jetzt dann nachher nochmal auf meinem Video an und du kannst dir auch selber auf dem Video anschauen. Da ja. Es läuft kurz so ein braunes Ding da unten lang. Ich habe dich nur irgendwo gesehen, aber ja, du hattest recht. Aber komisch. Ja, ja, also dann war das halt genau die Sache. Du warst quasi hinter mir unterwegs, also jetzt in dieselbe Richtung wie ich hinter mir unterwegs, Reggie und. Aber dann wundert es mich halt, dass die anderen Leute, die dir entgegengekommen sein müssen, dich nicht gesehen haben und nur Conan, aber gut. Ja. War es vielleicht Glück oder beziehungsweise Pech. okay, aber dann stimmt die Theorie. Ja, ich fand die Strategie von dir dann gut, Reggie, dass du dann halt vehement abgestritten hast, dass du da irgendwo in der Nähe warst. Ja, ich weil dachte... Wäre ich Imposter gewesen, hätte ich wahrscheinlich schon noch zugegeben, dass ich da irgendwie war, aber hätte mich dann anders versucht rauszureden. Ja, ich dachte zuerst, oh, Conan hat mich gesehen, ich habe verschissen. Aber ich dachte mir, oh, Conan hat die gesehen, dann kann ich mich noch irgendwie ausreden. Und vor allem, weil es Conan ist. Naja. Das war wirklich toll. Das passte halt auch dazu, dass ich dich halt auch wirklich überhaupt nicht da irgendwo in der Gegend gesehen hatte, aber alle anderen. Ja, da hatte ich Glück. Ja. Ja, gut, jetzt haben wir tatsächlich wieder 1:30. Eine Stunde ist Part gewesen. 2 Parts haben wir noch zusätzlich aufgenommen. Sehr schön. Leider nur zu fünft, aber wir werden auch wieder Parts mit mehr Leuten zusammenbekommen. Ich habe tatsächlich heute mit 8 Leuten gerechnet. Aber ja, es haben ein paar sich wieder verabschiedet, die eigentlich gesagt hatten, dass sie vielleicht da sind, aber gut, so ist es halt. Man steckt da halt nicht drin. Aber es hatte trotzdem, also ich denke, man konnte es trotzdem ganz gut, hat trotzdem an sich. Ja, war trotzdem spaßig. Wir konnten was. Ja, zu fünf geht das noch. Ja. Ja. Respekt an 5 Imposter. Genau. Genau. Dann habe ich das tatsächlich, dann ist das tatsächlich noch ein bisschen besser als bei TTT früher, weil da war das mit 5 Leuten halt echt sehr witzlos. Da ist es im Prinzip wie, als würde man einfach Counter-Strike spielen. Ja, aber bei TTT hast du auch eigentlich ja nie diese Besprechungsrunden und so, dass es über Strategie läuft. Da hast du ja eigentlich wirklich so, der eine läuft halt rum und schießt durch die Gegend. Ja, das entzerrt das halt ein bisschen, dass man noch die Besprechungsrunden hat, das stimmt. Ja. Aber gut, dann schließen wir an der Stelle den Part hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.